Heute und morgen finden die 9. Kinderkulturtage statt. Wir, die Kindtop-TV-Gruppe, werden dieses Festival für Sie begleiten. Ich bin hier zum Vorspiel meines Enkels gekommen, der hier einen Jugendwettbewerb auf seinem Instrument, einem Saxophon, teilnimmt. Ich bin schon einige Male aufgetreten, wahrscheinlich so 3-4 Mal, ja. Also ich erwarte, dass viele neue Sachen auch gespielt werden, dass man auch mal überrascht wird von den vielfältigen Liedern. Ich spiele schon Playero auf meinem Instrument, Klavier, zweimal hier und einmal bei Jugend musiziert. Ich habe immer Angst vor den Jurys, weil wenn ich einen Fehler mache, dann können die das direkt aufschreiben und dadurch hat man immer Angst. Was erwartest du dir heute? Dass ich gut spiele und möchte alles schaffen, also die hohen Noten und die niedrigen Noten. Ich bin hier schon das dritte oder vierte Mal. Ich habe zweimal den ersten Platz genommen und einmal den dritten.
Berriot im Duett mit Liebauer. Dasselbe haben wir schon auf dem Zirk gespielt. Und 22 Punkte sind nicht weiter, aber ja. Ganz entspannt, ich war schon mehrmals hier und ja, das ist jetzt nicht so aufregend. Ich spiele Klavier seit fast 3 Jahren. Was erwartest du von diesem Festival? Vielleicht, dass ich einen Platz gewinne, vielleicht nicht. Ich bemühe mich, um zu gewinnen. Ich bin relativ erleichtert. Und ja, ich bin froh, dass ich es hinter mir habe, aber es war auch sehr schön. Was erwartest du heute vom Auftritt? Dass das Publikum es genossen hat und dass, ja, dass die Jury zufrieden war und ja, mal gucken, wie es wird. Ein bisschen aufgeregt. Ich muss zu Hause noch ein bisschen üben, aber ich finde, ich habe schon ziemlich gut gespielt. Ich hoffe, dass die Jury auch das gut bewertet und dass ich einen Preis kriege. Und ich finde es schön, dass die anderen auch so schön gespielt haben und sie haben auch tolle Leistungen erzielt, auf jeden Fall. Siehst du die anderen eher als Konkurrenz oder so als Kollegen? Als beides. Irgendwie ist es auch eine Konkurrenz, weil die spielen ja gegen mich, aber es ist auch erstaunlich zu sehen, was sie alles spielen. Du hast ein etwas außergewöhnlicheres Stück ausgesucht. Gefällt es dir selbst oder wieso hast du es ausgewählt? Man muss ja mit der Hand auf die Saiten drauf und dann wird das gedämpft und dann ist das so wie eine
ähnlich wie eine Gitarre oder ein Banjo. Und dann, ja, das ist halt auch ein bisschen ein komisches Gefühl, aber wenn man es kann, dann ist es schön. Wir haben schon ein bisschen Angst vor dem Auftritt, weil wir haben schon unsere Konkurrenz gesehen, die andere Band. Aber eigentlich denken wir, wir haben schon Chancen zu gewinnen. Wir spielen 4 Lieder, also 2 so schnellere und 2 langsamere. Und was erwartet ihr vom Festival? Spaß. Vielleicht noch so eine bestimmte Erfahrung zu sammeln. Damit wir auch Autorität gewinnen, vielleicht zu anderen Festivals eingeladen werden. Ich habe erwartet, dass es viele Talente gibt hier bei den Kinderkulturtagen und meine Erwartungen haben sich bewiesen. Ich war wirklich schockiert, wie toll einige Kinder gespielt haben und ja, ich freue mich, dass wir so viele Talente hier in Deutschland haben und dass es solche Projekte gibt, wo man die Kinder sozusagen produzieren kann mit ihrem Talent. Alle Eltern finden ihre Kinder besonders, deswegen führen sie ihre Kinder hierher und wir versuchen, die Kinder gerecht zu bewerten, aber man soll sich nicht beleidigt fühlen, denn alle Kinder sind was Besonderes. Deswegen, also das Niveau kann ich nicht genau einschätzen, das kommt mit der Zeit. Ja, ich bin zum ersten Mal dieses Jahr als Jurymitglied dabei und ich habe schon einige Informationen gehabt, wie der Rahmen ist und bin aber sehr überrascht, dass die Resonanz so enorm ist und dass die Vielfalt so ausgesprochen schön und interessant auch für uns Juroren ist. Ja, und mich freut es sehr zu sehen, dass die Kinder im Alter von 9 bis 17 Jahren immer noch für Musik zu begeistern sind und diesen Weg gehen, uns Freude zu machen und sich selbst Freude zu machen und am Ball bleiben. Natürlich ist ein fachliches Können auch wichtig, aber ich fand jetzt an diesem Wettbewerb sehr sympathisch und auch sehr, sagen wir mal, speziell, dass Originalität und auch die Wirkung auf der Bühne sehr stark bewertet werden. Und da haben die Kinder wirklich was geboten. Ich fand es sehr interessant, also ich habe einen Brief bekommen von der Musikhochschule, ob einer sich bereit erklären würde, an dieser Jury teilzunehmen. Und ich denke, dass es für Kinder was Schönes ist und habe mich sofort bereit erklärt, aber keine großartigen Erwartungen. Bin sehr überrascht. Also über die Vielseitigkeit sind sehr gute Beiträge dabei. Und insgesamt gesehen doch eine sehr, sehr lohnenswerte Sache, die sie auf jeden Fall fortgesetzt werden sollte. Ne? Also wir haben 2 dritte Plätze in unserem Wettbewerb Klavier. Das sind Marc Soverfi. Es ist eine schöne Sache und ich fühle mich glücklich, da ich diesen dritten Preis bekommen habe. Auf jeden Fall besser als letztes Jahr. Dort habe ich nur den Anerkennungspreis der Jury. Mit einem anderen Freund zusammen haben wir 4 Klavier gespielt. Und ja, eine kleine Besserung. Willst du hier nochmal auftreten? Wenn das geht, dann nächstes Jahr auch. Wir haben noch eine Preisträgerin. Dritter Preis geht auch an Charlotte Gronke. Den zweiten Preis verleihen wir an Leonid Dimichowski. Ich
habe ich nichts bekommen. Bei den 2015-14 habe ich den dritten bekommen. Und wie fühlst du dich jetzt, dass du den zweiten bekommen hast? Ich freue mich. Und den ersten Preis verleihen wir an Fidan. Und den Publikumspreis beginnt nicht, sondern gewinnt Marc-Leon Golkow. Das war der Publikumspreis. Wir beginnen mit dem dritten Preis. Der geht an Max Grinberg. Als zweiten Preis haben wir ein Duo, und zwar Jan Neiburg und Jan Liebau. So, und unser erster Preis geht an Jesko von Leto. So, dann haben wir noch einen Preis der Jury, den wir an jemanden verleihen wollen, den wir eigentlich in dieser Instrumentalbesetzung, die wir bisher gehört hatten, Solo-Instrumente eigentlich nicht so richtig einordnen konnten, der uns aber sehr gut gefallen hat und von dem wir denken, dass er auf diese Art und Weise bestimmt sehr gut weitermachen wird und sich weiterentwickeln wird, Lukas Weisemann. Yeah! Der Publikumspreis geht an, ich lese es jetzt mal so vor, wie es hier draufsteht, die Black Ravers. Ich sag ein N, ein R, aber ihr seid die Ravens. Ich weiß, die Raven und nicht die Raver. Alter, Alter. Trotzdem herzlichen Glückwunsch. Publikumspreis für euch. Bitte. Platz 2 für die Gruppe Schlagbaum. Holen Sie. Ja, und jetzt Platz 1. Jetzt dürfen die nach vorne kommen, die gerade schon mal da waren, die Black Ravens.